Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Cora Island. Connor, ja? Beziehung? Habe ich jetzt mit Connor eine Beziehung? Hä? Ich habe mit dem nicht wirklich geredet, oder? Oh, ist. Die sind halt mega. Okay, es Ernte ist heute. Und danke nochmal für den Tipp. Der ist mega. Auch wenn das ein bisschen Ausdauer kostet. Es geht halt wesentlich einfacher. Und wenn ich es schaffe, kriege ich auch mehrere auf einmal. Okay. Perfekt. Aber ein einzeln ernten ist schlechter. Aber einzeln ernten ist schlechter? Freundschaft, ja. einzeln ernten. Ah, dann kriege ich keine höhere Qualität, wenn ich Einzelernte mache. So wie jetzt. Von der Energie, ja. Okay, was machen wir jetzt? Ich schaue mir mal jetzt den Bauplan an. Bisschen Holz. Ich behalte das jetzt mal. Also er wird jetzt nicht offen haben. Lukas, ich glaube es nicht. Wir haben tatsächlich in nur einem Tag unser Pickster-Ziel erreicht. Oh Mann, das ist so aufregend. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es so schnell erreichen. Okay, cool. Und das habe ich jetzt richtig gut gelesen. Da wir es so schnell an unserem Ziel angekommen sind, erweitere wir die Kampagne um ein paar Das ist irgendein englisches Wort, oder? Hauptsächlich wir uns Museum erst mit Bürgermeister Connor und Mila sprechen. Ja, okay. Okay, jetzt zum Schluss war es nicht mehr toll. So schnell kann es bei mir gehen, ja. Schlimm, schlimm, schlimm. Okay, was wollte ich jetzt eigentlich? Ich wollte mal kurz den einen Falter hier abgeben. Okay, den hier. Sieht man den hier überhaupt? Was, da ist nur eine Raupe? Der Fisch... Hä? Also, bitte. Der Fisch hat die Flosse immer auf einer Seite. Seht ihr das? Der bewegt sich ja nicht mal richtig. Das sind die Details. So, ich achte darauf. Gut. Hier im Laden
Soll ich einkaufen? Soll ich wieder Weizen? Ich darf nicht spoilern. Pflanzen im Sommer, Herbst? Ist in 7 Tagen und produziert 3. Okay, das klingt aber gut. Das klingt richtig gut. Kaufen. Sonnenblumen? Bringen die Geld? Ah, wie ging das nochmal? Ich konnte doch irgendwie schneller kaufen, oder? Also muss ich die jetzt... Oh, ich habe kein Geld mehr. Nein, ich habe kein Geld mehr. Obwohl, ich kann noch verkaufen. Oh, okay, gut. Alles gut. Nichts, keine Panik, Leute. Ich habe alles unter Kontrolle. Hier verkaufen. Für die Göttin. Ah, für die Göttin, okay. Oh, ein Kuchen. Was kriege ich dafür? Sorry, jetzt hat es mich ganz kurz erwischt. Oh. Kriege ich hier das gleiche Geld, als wenn ich es verkaufen würde? Also in die Box? Ja, komm. 2000, okay. Ja, verkaufe ich einfach. Das behalte ich mal. Okay. Für die gute Göttin. Hat man hier eigentlich eine Übersicht, so wie bei Stardew Valley, was mir jetzt eigentlich fehlt bei der Göttin? Was, weil da, hier gibt es ja sowas ja nicht, oder? Wo ich sehe, was mir fehlt. Ah, ich habe hier was. Mehr Schaden? Steigerung. Chance. Crit-Chance. Mehr Schaden. Mehr Schaden ist super. Kann ich jetzt hier noch was auswählen? Oh. Bessere Qualität. Ja, komm. Bessere Qualität. Oh, ich hätte hier auch. Ja, ja. Das fehlt ja, das werden es wahrscheinlich nachreichen irgendwann. Dass das kommt. So. Die werden hier gepflanzt, weil die möchte ich nicht gießen. So. Okay. Dass ich hier nicht gedrückt halten kann. Einfach hier eine schöne Linie.
Jetzt gleich fertig. Hui. So viel ist das jetzt aber auch nicht. Okay. Zufallssaat. Ja, komm hier hin. Ja, dann mache ich die hier auch noch hier voll. So. Dann müssen wir nicht das ganze Feld gießen. So. Hm. Aber über den Tempel bist du schnell dort. Ah. Ja, das habe ich erst letztens. Ich habe den Kommentar schon gesehen. Simtastisch. Da hatte ich das aber schon selber herausgefunden. Da hatte ich die Aufnahmen schon. Dass ich da hinten bei dem Schrein da teleportieren kann. Ist praktisch, aber ich finde fast besser, wenn man... Wieso huste ich jetzt die ganze Zeit? Ich finde es fast besser, wenn man so ein bisschen mehr erkundet. Die Insekten hier durch die Gegend fliegen und so. Dass ich die alle fange. Finde ich schon toll. Aber später ja, wenn Energie und Zeit ein bisschen knapp wird, schon cool. Das mit der Gießkanne muss ich auch noch. Das war daneben. Ich verschwende hier so viel Energie immer. Ups. So. Das hat ja noch Zeit. Achso, ist hier. Wie lange dauert denn das? Das ist ja noch nicht mal gebaut. Wird gebaut. Ja, ich sehe, wie da gebaut wird. Ja, schöne Umrahmung. Ich war jetzt im Kopf, ich muss Tierchen kaufen. So. Aber dabei ist nicht mal die Hütte fertig. Schade, schade. Ja. Ist morgen fertig? Also auch wieder so 3 Tage. Ja, okay. So, die verkaufe ich. So, das. Brauche ich die bei der Göttin? Ja, wir gehen jetzt mal eine Runde. Durchs Dorf. Jetzt kriegt der Husten wieder so ein bisschen rein. Jetzt habe ich meinen Zuckerle aufgelutscht. Und jetzt kommt wieder die schöne Drache. Das machst du gut. Okay. Wieso liegt hier wieder überall Müll? Ah. Ah, Zufallsart. Sollen wir kurz tauchen gehen? Ich habe jetzt alles erledigt. Was will ich jetzt noch? Kurz zu Göttin schauen, was mir fehlt. Das wäre vielleicht nicht blöd. Das nehme ich mit. Vielleicht noch ein paar Muscheln. Weil da brauche ich, glaube ich, auch noch ein paar. Für die Göttin. Ah, das brauche ich nicht. Hm. Okay, hier ist nichts. Okay. Ab zur Göttin. Da drüben war ja so ein Schrein, oder?
weit weg. Hier. Da unten. So. Ja, genau dahin. Ab zur Göttin. Din, din, din. Hier. Muscheln brauche ich nicht. Ah ja, Käfer. Käfer muss ich noch sammeln. Okay. Den einen Fisch habe ich schon abgegeben. Im Museum. Nein. Okay. Hier. Da fehlt mir halt genau die eine Blume. Das kriege ich erst nächstes Jahr hin. Das ist fertig. Da Sonnenblume, Paprika, das habe ich auch schon abgegeben. Und die Blume, oh, und Blueberry. Die sollte ich auch pflanzen. Okay, das mache ich. Dann habe ich das auch abgeschlossen. Okay. Dann kaufe ich jetzt noch Blueberries. Oder nicht. Wenn es nach der Uhrzeit geht. So. Ja, komm hier hin. Weil der wird jetzt geschlossen haben. Ja, Bürgermeister. Eine Heuschrecke brauche ich nicht. Eine süße Schnecke. Und was ist da jetzt zu... ich dachte ganz kurz, es kommt eine Videofrequenz. Schade. Erst morgen. Ich muss Blueberries noch sammeln. So, hab dich. Noch ein paar Insekten. Wäre auch gut. Das Huhn hier. Muss ich dann mal schauen, wie ich das wegbekomme. Da ist die Blume. Brauche ich auch. Hab dich noch. Ha! Bist der Insektenfänger. Okay. Dich. Ist doch easy. Okay, der ist neu. Vanillenfalter. Okay. Wo brauchst du den noch? Was? Ich brauche alles. Ah, da, komm. Nee, komm. Ja. Okay, wenn so. Den schaffe ich natürlich nicht. Ist ja klar. Wäre ja zu leicht. Das ist ein schönes Haus. Du? Ah, gehörst mir. Du gehörst mir.
war. Hier war doch ein Smetbo, oder? Da ist es weg. Oh, das ist viel wert. Oh, was ist das? Was? Heißküss? Heißer Kuss? Ich habe heißer Kuss gelesen als erstes. Ja, wieso nicht? So, die Blumen kann ich ja hier abgeben jetzt schon. Oder? Das war nicht hier. Die hier. Sonst habe ich nichts, oder? Heißer Hibiskus. Weißer Hibiskus. Heißer, ja, okay. Ah, ja. So, hier noch was. Da habe ich halt nichts. Schade. Kein Insekt. Ab nach Hause und ins Bett, würde ich sagen. Geht das? Nee, geht nicht. Wird verkauft. Den habe ich noch nicht verkauft. Einmachgläser? Ja, ein bisschen Weizen. Gibt immer Kohle, ja. Denke ich mir. Den. Geht das da rein? Ah, das geht. Gut. Dann war's das für heute. Natürlich, Sonic. Ich hol mir jetzt gleich noch so einen Hustenzuckerle. Hat irgendwie geholfen. Cola? Ja, und bei mir ist ständig Sonne. Regen ist ja toll. Dann spart man ein bisschen das... Ja, Hühnerstall. Kann ich da rein? Ja. Oh. Ja, das ist halt so wie bei Stardew Valley. Okay. Also er wird jetzt noch nicht offen haben. Das heißt, ich gieße jetzt noch ein bisschen. Also, das brauche ich gar nicht gießen. Din, 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 din. So. Sind die fertig? Nö.
sind das nochmal? Was habe ich denn da gepflanzt? Aber das ist interessant, dass da mal aus Blumen wirklich irgendeine Frucht wird, oder? Sind das Peperoni? Ich glaube, das sind Peperoni. Ich gieße nicht mehr. Ja, glaube ich dir. Mit dem schönen Automationszeug. Okay. Aber heute geht wieder der Chat nicht. Ich verstehe es nicht. Normalerweise wird hier oben der Chat angezeigt, ganz in der Ecke. Dass ihr auch auf YouTube seht, was da so auch geschrieben wird. Da ist momentan nichts, leider. Das funktioniert einmal und einmal nicht. Jedes Mal, wenn ich irgendein Update mache, geht's nicht. Geht's nicht mehr. Ist ein bisschen blöd. So. Schön die Sonnenblumen. Weil ich brauche ja eine silberne Sonnenblume auch. Hm. Aber jetzt holen wir unser erstes Chicken Nugget. Und immer noch, es tut mir leid wegen meinem Husten, aber es geht halt nicht anders. Ich habe extra dafür auch noch gewartet, aber ich habe irgendwie Dauerhusten. Okay. Gleich Prozentzahlen hier, ey. Okay, Heu. Werde ich brauchen? Tier. 15.000. Wie viele kann ich denn da kaufen? Ja. Kann ich hier... Huhn. Ja, wie nenne ich das Huhn? Vier? Okay, ne, ich nenne es vier. Es ist vier. Nee, ja, komm. Verspielt? Hä? Ich bin so verspielt? Hä? Auswählen? Ja, ja. Geht ja. Ah. Okay, nächstes Huhn. Pam und Maru. Ja. Wäre nicht schlecht. Oh, ich muss hier ganz kurz mal. Geht das? Ja. Nee, komm. Du heißt einfach. Ein Huhn. Wie nenne ich ein Huhn? Wie würde ich, wenn ich auf dem Bauernhof einen Huhn nenne? Nugget. Federvieh.
Paul? Iggy. Iggy für einen Igel. Eggy? Eggy. Wäre auch gut, ja. So. Ich habe ja genug. Ein Huhn würde ich noch. Das ist eigentlich ein guter Name, Eggy. Das ist ein echt guter Name. Gut. Jetzt sollten wir auch ein bisschen Heu kaufen, glaube ich. Ah, so ging das nochmal. Okay. Ich habe kein Geld mehr. Tiermedizin? Werden die Tiere krank? Heu gibt es umsonst? Nee, oder? Heu gibt es umsonst? Verstehe ich jetzt nicht. Wenn ich hier so ernte, oder? Ah. 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 Gut, das war's für diese Folge. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir auf dieser Chaos-Tour begleitet. Mich auf dieser Tour. Egal. Ciao. Hab euch lieb.